Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Ultra Shiny Gold Sigma. Im letzten Part haben wir den ersten Orden erlangt, sind stehen geblieben bei dieser Höhle, haben in dieser Höhle ein Zandan gefangen und diese Höhle werden wir zunächst weiter erkunden. Ich habe offscreen Kanimani auf Level 13 trainiert, das ist eine Wasserattacke, erlernt nämlich Aquaknarre, denn wir brauchen unbedingt eine Wasserattacke. Denn ich bin mir sicher, in dieser Höhle begegnen mir weitere Wanderer, die wahrscheinlich nur Bodengesteins-Pokémon nützen. Und die Frage, die ich mir gerade stelle, haben wir Schütze? Ja, wir haben ein paar Repel gekauft. Ich kann mich daran nicht erinnern, aber ich freue mich, dass wir ein paar Repel gekauft haben. Und wenn wir Stärke haben, müssen wir diese Höhle nochmal für eine TM erkunden. Sehr schön. Weil wir ja Ruheort vom Marineleiter bekommen haben, können wir davon ausgehen, dass es hier verschiedene TMs gibt, die es im Originalspiel nicht gab. Denn beim ersten Orden würde man, wenn man Gold-Silber-Kristall spielt, würde man ja Lehmschell bekommen. Aber wir haben Ruheort bekommen. Obwohl man sagen muss, in Hard Gold Soul Silver bekommt man auch Ruheort. Also bin ich mal gespannt, welche TMs man bekommt. Vielleicht auch ein paar verschiedene TMs von Gold, Silber, Kristall. Das wäre eigentlich cool, denn dann könnten wir Donnerschlag, Eishieb und Feuerschlag kaufen. Dies würde uns helfen, dass unsere Pokémon bessere Coverage haben. Denn dann könnten wir ein Donnerschlag Glurak zum Beispiel spielen, in Theorie. Oder in Donnerstag Tanopto. Das sind halt nur ein paar Beispiele, warum ich mir wünsche, dass wir hier die Hiebe kaufen können, statt Donnerblitz, Eisstrahl, Flammenwurf. Ich finde, das macht zum Beispiel auch Gold, Silber, Kristall richtig cool, dass du dir einfach diese Hiebe kaufen kannst an bestimmten Tagen und du die somit mit coole Coverage spielen kannst. Das war einer der Gründe, warum ich früher gerne Silber gespielt habe. Da konnte ich zum Beispiel einfach Wiese mit Feuerschlag, Eishieb und Donnerschlag spielen. Und eine normale Attacke. Das war schon eigentlich früher richtig cool. Also ja, ich würde mich wie gesagt freuen, wenn wir hier die Punches kaufen können. Mehr als Donnerschlag, Donnerblitz, Eisstrahl und Flamme. Natürlich beschwere ich mich nicht, wenn man die Attacken Donnerblitz, Eisstrahl und Flammenwurf kaufen kann, statt den Schlägen. Aber wie gesagt, die Schläge wären mir lieber. In dieser Höhle kann man sich, wie gesagt, in einem bestimmten Tages, wenn man Surf hat, Lapras fangen. Generell gab es hier in der zweiten Generation ein paar Static-Pokémon, die man nur an bestimmten Tagen fangen konnte, wie zum Beispiel Lapras. Aber das ist gerade das einzige Pokémon, was ich aufzählen kann. Aber ich bin mir sicher, es gibt noch weitere Pokémon. Aber mir fallen die anderen Pokémon nicht ein. Aber es gibt auf jeden Fall sicher noch irgendwelche anderen Pokémon. So, dieses Kampf speeden wir wieder, da wir nur mit Schleck angreifen können. Warum ich hier in Niblack rausgewechselt bin, ist eigentlich, glaube ich, logisch. Vielleicht kann er dieses Mogon komischerweise finale Explosion und dann würden wir ein Pokémon verlieren und das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Jorn Gena ist ekelhaft, aber wir können dieses Pokémon dafür one-shotten. Sehr schön. In dieser Höhle haben wir, wie gesagt, schon Zandan gefangen. Zandan ist, denke ich, ein cooles Pokémon. Normalerweise würde ich Sandan ins Team aufnehmen, aber wir haben Clash und Clash ist, wie gesagt, in der zweiten Generation im Playthrough viel besser und richtig cool, dass der Hackersteller dies auch so eingestellt hat. Wenn ein Schutz ausläuft, werden wir gefragt, ob wir einen weiteren Schutz verwenden dürfen. Oder wollen. Nicht dürfen, sondern wollen. Richtig cool, dass der Hackersteller dies so eingestellt hat. Freut mich wirklich sehr. Nun gut. In dieser Höhle kann man, oder
Was ist denn ein Rack? Was ist denn ein Pokémon Block Gas oder was haben wir gerade gefunden? Poke Block Case. Pokeriegel? Okay. Eine Pokeriegelbox nennt man sie so auf jeden Fall. Könnten wir Pokeriegel mixen. Interessant, dass es hier in diesem Spiel so etwas gibt. Und ehrlich gesagt, kann ich mich an diesen Ort gar nicht mehr erinnern. Wenn wir die Leiter klimmen, denke ich, sieht das komplett anders aus. Auf jeden Fall kann ich mich darin überhaupt nicht mehr erinnern. Sieht wirklich komisch aus. Können wir es überhaupt mit Hyperfang anhalten? Nein. Müssen wir in Wasserlord gehen und... Ja, jetzt könnte man sagen, dass Kanimani der MVP ist dank der Wasserknarre. Holy shit, Shuckle. Also ich habe noch nie ein Portrait in Playthrough benutzt, wirklich auch noch nie einen Nuzlocke. Aber ist glaube ich auch selbstverständlich, es hält sehr viel aus, aber es kann nicht austeilen. Wenn man es in einem Nuzlocke spielen müsste, wahrscheinlich dann mit Toxie und mit Wickel. Oh. Und vielleicht noch mit Härten und solchen Attacken, aber sonst kann ich mir gar nicht vorstellen, wie man dieses Pokémon spielen sollte. Wenn wir Stärke haben, können wir auf jeden Fall diese Höhle weiterkunden. Denn, ja, diesen Let's Play werden wir auf jeden Fall die ganze Route, alle, wirklich, wir werden alle Routen erkunden. Denn, ja, ich bin schon mal gespannt, ob es hier ein paar extra Sachen gibt. Ein extra Encounter, ein paar Static-Pokémon mehr. Darüber würde ich mich sehr freuen, denn wie gesagt, es gibt hier alle Pokémon, also kann ich mir wirklich vorstellen, dass Tech-Gestell es so eingestellt hat oder so gemacht hat, dass es hier ein paar extra Static-Encounter gibt. So, Route 33. Hier dürfen wir auch ein Pokémon fangen. Wir haben Zerschneider, oder? Oder haben wir Blitz? Ich glaube, ja, Blitz. Ja, Blitz. Also... brauchen wir zuerst so schnell, aber wenn wir den zweiten Orden haben, dann können wir dieses Item holen und eins bin ich mir sicher, normalerweise kann man dort nicht entlang. Das ist ein Zusatz. Den sehen wir uns gleich in, aber zuerst heilen wir unsere Pokémon. Wahrscheinlich müssen wir gegen unsere Rivalen kämpfen. Dieses Kind lässt uns nicht nach Azalea Town gehen, bevor er nicht seinen Pokémon Case, sein Pokeriegel Block bekommt. Okay, den haben wir schon. Also passt das ja auch schon. Jetzt die Frage ist, dürfen wir gegen sie kämpfen oder nicht? Okay, noch nicht. Wahrscheinlich, wenn wir den zweiten Orden haben oder bevor wir in die Arena gehen. Und sehr schön. Okay. Wo sind die Phlegmon? Warum sitzen die Phlegmon nicht hier in den auf den Häusern, komisch. Auf jeden Fall gefällt mir die Stadt. Aber ich glaube, die Stadt hatte mehr Häuser, war es nicht so. Ich kann mir auf jeden Fall erinnern, dass diese Stadt ein, zwei Häuser mehr hatte. Aber dann halt nicht. So, jetzt werden wir mal unsere Pokémon heilen und dann werden wir ein neues Pokémon fangen. Und ich frage mich gerade, welche Rolle Kurt spielt. In diesem Spiel, denn es gibt keine Aprikokos. Deshalb frage ich mich, wie macht der Pokebälle oder gibt uns denn einfach ein paar Pokebälle? Keine Ahnung. Ich würde sagen, diese konnten wir zuerst, denn das interessiert mich ehrlich gesagt schon ein bisschen. So, wer bist du? Train you. Okay, du möchtest, dass ich dir ein paar Bälle mache. Tut mir leid, aber du musst warten. Kennst du Team Rocket? Okay, ja. Die Kleine sagt uns wahrscheinlich etwas dazu, oder? Okay, die Phlegmon sind gegangen. Wir sind so alleine. Und, okay, weiße Aprikoko. Okay, die gibt es schon, aber warum haben wir bis jetzt noch keine Aprikokos gefunden? Wundert mich gerade schon ein bisschen, aber nun gut. Haben wir genug Bälle? Wir kaufen uns einfach mal ein paar Pokebälle. Pokebälle, wir haben 9, kaufen uns einfach einen Ball. Potions haben wir genug. Hier kann man keine Schütze kaufen. Oh, dammit. Aber ein Flugzeug kaufen wir uns auf jeden Fall. Flugzeug können wir auf jeden Fall demnächst benutzen. So.
Jetzt können wir hier weiter, aber wie gesagt, zuerst fangen wir zum Pokémon auf der Route 33, aber wie? Zuerst müssen wir diesen Gegner besiegen und erklären, als will Kanimani sich diesem Gegner annehmen. Oder der hat Macholo, ist nichts, aber egal. Mit 3 Aquaknarren können wir dieses Pokémon besiegen, sehr schön. Und auf Level 18 entwickelt sich bald unser Kanimani. So, welches Pokémon halten wir auf dieser Route? Es ist ein... Vibarak. Tanks und Tackle, bitte. Natürlich wäre es ein Kritisk nicht. Ehrlich gesagt... Ja, ich bin kein großer Fan von Ariados. Es ist natürlich besser als Nidian, da Nidian keinen Angriff und keinen Spezialangriff hat. Sonst, und den Cave. Irgendwie hat mir erzählt, dass da ein sehr starkes Wasser-Pokémon gibt. Vielleicht Lapras? Okay, ich frage mich gerade, wo uns das hinführt. Kein weiterer Eingang, keine Ahnung. Vielleicht der Weg zu einem legendären Pokémon später, keine Ahnung. So, jetzt können wir hier hinein in die Phlegmon. Well, keine Ahnung, Phlegmon Höhle. So, okay, er hat sich natürlich verletzt. Sein Rücken tut weh, da müssen wir natürlich Team Rock bestrafen. Und vorher fangen wir hier ein Pokémon und es ist ein... Super, das Dieb, das heißt, wir haben dieses Pokémon schon mal gefangen. Okay, dann besiegen wir zuerst diesen Gegner und dann fangen wir uns ein Pokémon. Ach ja, ich mag die Team Rocket Mucke der zweiten Generation mehr lieber als die Mucke der ersten Generation oder aus Feuerrot. Und Blackrun natürlich. Ja, bei diesen Gegnern werde ich wahrscheinlich überhaupt nichts finden, denn. Oh Mann, ich liebe diese Mucke einfach. Generell in Hardgold Soul Silver ist die noch ein bisschen besser. Da ist sie noch ein bisschen schneller, glaube ich zumindest. Aber auf jeden Fall im Pluspunkt der zweiten Generation wieder. Dass die Team Rocket Mucke hier so nice ist. Komplett anders als die Mucke der ersten Generation, was richtig schön ist und cool ist und anders ist. Und welches Pokémon wird es sein? Es gibt hier auf jeden Fall Phlegmon, da bin ich mir sicher. Schuppet! Ja, nice. Es ist ein cooles Geist-Pokémon. Banette habe ich noch nie in einem Playthrough benutzt. Noch nie, wenn ich ein Spiel durchgespielt habe. Also würde ich mich über dieses Pokémon freuen, wenn wir es fangen können. So, Panigo, wir können es eigentlich auch nicht schwächen. Müssen wir weite Bälle werfen. So, wahrscheinlich nehme ich so Schuppet, aber nicht ins Team auf, denn wir haben schon Nebulak. Es entwickelt sich zu Apollo und da wir ein Link-Kabel haben, als Item, was auf der Box liegt, können wir ein Gengar haben und ich habe mehr Bock auf Gänge als auf Banette, denn ich bin nicht so der größte Banette-Fan. So, wie nennen wir Banette? Auch kein großer Minge Banette-Fan. So, wie nennen wir Schuppet? Es ist eine Puppe. Papi. Puppetmon? Nein. Wir nennen dich mit P irgendwas. Puppe. Puppet. Ach ja, wir nennen dich einfach mal Puppe. Oder, ja, Puppe. Ich glaube, wir werden es nie benutzen. Deshalb darf ich schon so einen komischen Namen haben. Wie viele Schütze haben wir? Ein Schutz werden wir jetzt einfach mal verwenden. Aber ich freue mich, dass wir ein Pokémon aus der Höhenregion fangen konnten. Finde ich sehr gut. So, aber wir müssen uns jetzt mal konzentrieren, dass wir Team Rocket stoppen. Ja, ich muss sagen, wirklich, ich mag die Musik. Und ich freue mich auch, wenn sich bald unser Radfratz zu einem Radikal entwickelt. Ein 5 Level.
So, Quick Attack für dich. Sehr schön. Wir haben den Grunt besiegt. Jetzt darf ein anderes Pokémon an die Spitze. Ich würde sagen, Sheldon. Unser Habitat. Ja, ich muss sagen, ich bin jetzt mit unserem Team bisher sehr zufrieden. Ist das ein Doppelkampf oder nicht? Ich hoffe zumindest nicht. So, ja. Okay, das ist ein Doppelkampf. Das ist nicht so gut. Aber das sind keine guten Mons. Das ist noch besser. So. Furienschlag. Auf Zubat. Und Lick auf Zubat, denn Zubat? Ah, den Radfatz trifft überhaupt nicht unser Nibulak. Also konzentrieren wir uns mal auf dieses Red Teller. Okay, Hunduster, dann müssen wir rauswechseln. Furienschlag auf Hunduster und wir wechseln in Penny. Das wird der Play sein. Hoffentlich verlieren wir diese Runde noch nicht unser Habitat. Furienschlag, bitte triff fünfmal. Wir können das Hunduster rausnehmen. Zwei. Schade. Tailwhip. Smog. So, wir benutzen mal einen Trank. So, Potion für unser Habitat, dass es nicht drauf geht. Und dann benutzen wir Rock Throw von unserem Hunduster, um von unserem Gleichstand, um das Hunduster zu besiegen. Sehr schön. Ja, hätten wir den Trank nicht benutzt, hätten wir unser Habitat verloren. Das wäre jetzt nicht so schön gewesen. Rabaut. Okay, das heißt, wir benutzen einen weiteren Trank für unser Habitat und gehen in unser Nibulak raus. Denn das Rabaut kann wahrscheinlich nur Tackle oder vielleicht kenne ich sie eine Kampfattacke. Da wäre uns Gnash nicht so schön. So, Pack für das Rabaut und Lick für das Rabaut. Dass wir einfach mal das Rabaut in dieser Runde rausnehmen. Sehr schön. Magnitude. Intensität. Nice. Gegen Mudslap, Mudsport. Ich habe wirklich noch nie Nassmacher oder Lehmstruder verwendet. Wirklich noch nie. Und finde auch diese Attacken eigentlich richtig schlecht. So, dann gewinnen wir jetzt noch schnell diesen Kampf. Und dann haben wir dieses Game auch, diesen Doppelkampf, auch verlustfrei geschafft, worüber ich mich sehr freue. Sehr schön. Aber wir sind hier noch nicht fertig. Zertrümmerer brauchen wir hier auch noch. Okay. Welches Pokémon ist an der Spitze? Habitat ist unverletzt. Also müssen wir auch noch gegen ihn kämpfen oder nicht? Ja. Team Rocket. Administrant Lander. Okay, diesen Gegner gibt es im normalen Spiel auch. So, Pack. Poison Gas. Okay, er vergiftet uns, also müssen wir in Rem raus. Smog. So, ich würde sagen, wir benutzen Curse, dass wir den Smog uns schnell besiegen können. Müssen alles einen Trank benutzen für unser Nibulak. Und Gegengift können wir auch gleich für unser Habitat verwenden. Wir haben sicher ein Antidot. Jawohl. So, Sheldon, du bekommst das noch ein Antidot. Smog, okay. Ich kann mir vorstellen, dass diese Gegner ein paar stärkere Pokémon hat, denn das ist ein Vorstand. Und das sollte schon, sollte man vielleicht schon ein bisschen Respekt haben, denn ich hätte mir vorstellen können, oh mein Gott, dass dieses Koffer vielleicht Donnerblitz oder Flammenwurf könnte. So, bitte, danke. Das war ein wirklich sehr langer Kampf. So, das nächste Pokémon von ihm ist Ninkala. Willst du mir sagen, jetzt spielt er Ninja Tom und ein Ninjask. Oh mein Gott. Wir gehen den Sheldon raus und greifen es einfach mal mit Päckern. Oh mein Gott. Dies kämpft dauern lang und sein Ninkala ist auf Level 18. Holy shit, der macht mit. Bitte triff nur dreimal. Na. Okay, da wechseln wir jetzt raus in unser Penny. Ich hatte schon Angst, dass wir unser Pokémon von Leech Life macht. Schaden. Also, man darf das Ninkala nicht unterschätzen. Das Pokémon macht schon Schaden.
natürlich den Clash nicht, aber hätte es viermal mit Fuhrenschlag getroffen, hätten wir unser Schellen, unser Habitat verloren, sondern haben wir diesen Gegner besiegt. Sehr schön, und dann können wir im nächsten Part auch den zweiten Orden machen. Aber zuvor können wir noch ein Pokémon in diesem Part fangen, denn links von Viola City, oder wie heißt diese Stadt? Ich habe keine Ahnung. Und jetzt mal sehr schön. Okay, Azalea City. Okay. Den Rivalen habe ich vergessen. Oh, shit. Die Pokémon sind auch nicht geheilt. Okay, er hatte normalerweise auch ein Smap auf jeden Fall. Haben wir noch Tränke, 2 Potions und 2 Super Potions und ein X-Attack im Notfall. So, unsere Pokémon sind angechippt. Es kann Konfusion, da müssen wir aufpassen. Er hat auch ein Lorblatt oder ein Divi. Dafür brauchen wir Rem oder Shelly. So, ich würde mal sagen, wir benutzen mal ein Potion auf unser Shelly. Confusion macht so viel Schaden. Ist es der Play, Habitat zu opfern? So, wie gut ist Spätzle von mir? 16. Holy shit, warum habe ich die Pokémon nicht geheilt und warum haben wir keine Tränke? So, wir hatten 6 KP, 26, 16 KP würde uns Schaden machen. Sollen wir Habitat opfern? Die Tränke brauchen wir auf jeden Fall noch. Opfern wir Habitat. Ja, wir sind zumindest schneller. Können wir es one-shotten? Nein. Ja, wir brauchen einen Safe-Switch. Und zweitens muss man auch sagen, wir haben noch mehrere Flug-Pokémon. So, Kali, du bist dran. Hyperzahn und weg mit den Pokémon, oder? Hypnosis, der Cancer. Hyperzahn, Confusion. Opfern wir dich, Kali. Also Nebulak brauchen wir auf jeden Fall noch für das Lorblatt. Hyperfang? Haben wir geflincht oder was? Die Attacke könnte den Gegner flinchen. Holy shit. So, Hyperfang treffend. Jawohl, wir müssen mit rausgenommen und wir haben immer noch unsere Kali. Radfahrt. Sehr gute Arbeit. Leatherkin Level Up und das nächste Pokémon ist Zubat. So, dafür haben wir unser Kleinstein. Aber ich denke, es war wirklich der richtige Play, einfach unser Habitat zu opfern. Denn ich will die Tränke nicht verschwenden, denn ich kann mir vorstellen, dass wir wegen dem Lorblatt eine Menge Tränke verlieren werden. Rockslow, One-Shot, sehr schön. Nun gut, das nächste Pokémon ist Indivio oder Lorblatt. Bayleaf, schade. So, Rem, ich denke, Tackle, Rasierblatt, aber wir werden alles tanken. Und normale Attacken treffen uns sowieso nicht. Rasierblatt, wie viel Schaden macht Rasierblatt? 12 KP Schaden, gut. Dann werden wir mal einen Trank verwenden. Also wenn er crittet, dann verlieren wir unser Pokémon. So, wollen wir es paralysieren oder einschließen? Hypnose. Wir sind schneller. Okay. So. Als nächstes denke ich, dass wir Super Potion verwenden werden und Fluch drücken werden. Denn dann verliert er pro Runde circa immer 25% Schaden, oder? Ein Viertel auf jeden Fall. So, als nächstes gehen wir auf Link. Wir taken, wie gesagt, ein Rasierblatt aus der Krit. Wenn er krittet, sieht das schlecht für uns aus. Wenn er krittet, hätten wir noch Kali. Gut. So, als nächstes benutzen wir das letzte Super Potion, letzten Super Trank. Wirklich, wie konnte ich den Rivalenkampf vergessen? Aber wirklich, den Rivalenkampf kann man schon öfter vergessen. So, wir sind schneller. Vielleicht treffen wir ja die Hypnose. Okay, die zweite Hypnose, danke. Wisst ihr was, wir könnten Groll verwenden. Oder auch nicht.
Hypnose. Hätte Hypnose hier nicht getroffen, hätten wir unser Nebulak verloren. So, reicht der Fluch aus, um es zu besiegen? Oder brauchen wir noch einen Schlecker? Okay, der Schlecker besiegt das Pokémon. Zum Glück hatte er keinen Trank mehr. Holy shit. Wie konnte ich vergessen, dass wir hier gegen den Rivalen kämpfen? Nightshade will erlebt auf jeden Fall gegen Groll. Also, Curse hat uns das Game gewonnen. Ohne Curse hätten wir wahrscheinlich im Hypnosenschlecke drücken müssen. Er war ein bisschen overlevelt, da sein Ace ja auf Level 18 war, aber trotzdem haben wir den Kampf knapp gewonnen und wir haben leider ein Pokémon verloren, nämlich unser Habitak. Und unser Ei brütet sich aus nebenbei. Togepi, Togepi. Sehr schön, Togepi. Wärst du weiblich, würde ich dich Misty nennen. Du bist männlich. Wie nennen wir dich darum? Wenn ich einfach mal Dexter. So. Das ist ja auch ein schöner Name für ein Togepi, oder? Ein furchteinflößender Name, wenn man die Serie gesehen hat. So, was kann alles dieses Togepi? Hat es einen Feentypen? Ja. Hustle auch noch. Charm, Metronom. Die Frage ist, trainieren wir das Togepi? Es gibt auf jeden Fall Togekiss, aber ich weiß gerade nicht, wie sich dieses Pokémon weiterentwickelt. So, aber auf jeden Fall fangen wir in diesem Part noch ein Pokémon. So, Stellen müssen wir von der Spitze nehmen, denn wir wollen in diesem Part, wie gesagt, noch ein Pokémon fangen. Denn im Ilex Forest dürfen wir ein Pokémon fangen, wenn eins auftaucht. Und es ist ein Myrapla, ein Pflanzen-Pokémon. Auf Level 5 natürlich. So, bitte bleib im Ball einfach. Wir können dich nicht anschippen. Okay, wir können Nebulak gehen und Hypnose drücken. Und ehrlich gesagt denke ich auch, dass ein Schlecker überlebt. Jawohl. Wir hätten auch auf Nightshade gehen können. Hypnose bringt uns natürlich nichts. So, Pokéball, bitte bleib drin, Myrapla. Danke. So, wie nennen wir Myrapla? Ich habe keine Ahnung. Wir haben ja natürlich auch keinen Blätterstein. Ein Blattstein, besser gesagt. Du bist weiblich. Wie ist die Arenaleiterin die erste Generation als die vierte Arenaleiterin? Rocco, Misty, Bob, Helga? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, sie hieß nicht Helga. Aber du heißest mal einfach mal Helga. So, dann müssen wir in dieses Part jetzt noch das Pokémon ablegen. Und ehrlich gesagt, finde ich Myrapla gut als Encounter, denn ich bin mir sicher, dass es hier auf dieser Route auch Maumpel geben könnte, wie und natürlich auch Raupi und Hornio. Darum freue ich mich über den Myrapla mehr. So, wir haben ein Pokémon verloren, aber wir haben 6 Pokémon auf der Box. Mehr als 6 Pokémon. So, Habitak, bis bald. So, das erste Pokémon haben wir jetzt verloren. Nicht Pipi, sondern Togepi ist nice, aber ich weiß noch nicht, wie wir einen Togekiss bekommen. Deshalb bleibst du mal auch auf der Box. Und wir nehmen Myrapla ins Team auf oder eine Flug-Pokémon auf jeden Fall. Oder Leute, ihr seht im nächsten Part, welche zwei Pokémon neu im Team sind. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Bis dann. Ciao.